Gemeine, da sind wir wieder. Hier geht's wieder los. Lang ist es nicht her. Aber Der es war Erkrank packt er schwer. uns. Aber es war schwer. Natürlich wie immer. Let's play together. Ohne meinen Mate, ohne den Mod for All geht nix. Geht schon Nee, alles irgendwann. schlecht. Aber ich bin zufrieden mit dem Kerl. Den kann man gut gebrauchen. Ja, also Klopapier brauche ich immer, also ist auch so geschmeidig in der Hand und so. Wer braucht Klopapier nicht? Bitte sagt's mir. Wer braucht es Der nicht? seine bloße Hand Ich nimmt hab und damit, nichts zu tun. Aber wer braucht es nicht? Wer braucht es nicht? Ah. Ah, ich hier. benutze das nie, Brauch aber hier. wer braucht's nicht? Wer braucht's nicht? Bist du ehrlich, ist es noch nicht angekommen. Nee, da dauert ein Aber ich bisschen, die sehe Rolle gerade, war nicht zu lang. ich könnte mich mal wieder rasieren. Ja. Hier Sieht man sollte das? auch mal die ungeschminkte Wahrheit Naja. sehen hier, ne? Bei mir ist es so ein Ja, 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 Tagesbart. ja. Oder zwei Bei oder mir drei. ist es ein. Ja, bei dir wuchert ja, ey. Das ist ja schon Urwald, da. Auch mal zu mir sagen sollen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Waren wir stehen geblieben? Hier bei uns. Super-duper Anlage. Super-duper Grüne Brühe. Biogasanlage, weil wir wollen nämlich mal hier nachher Richtig hier so ein Power. bisschen grüne Brühe haben. Ja, mach Deswegen mal wollen hin wir das mal hier. automatisieren. Und ich möchte, ich lehne mich jetzt zurück und So. dann erzähle ich euch einen Schwank aus meiner Jugend. So, fangen wir mal an. Also, ich wurde geboren. Mal ganz gesagt. 1563. Nee, fangen wir mal an. Wir wollen das hier nämlich ein bisschen automatisieren und Da da haben wir uns regiert ja mal noch ein bisschen. Cäsar. Ja, Cäsar, guter Mann, guter Mann. Guter Mann. Ich möchte auch So, ich seine habe ja auch schon Krone mal ein paar haben. Sachen im Inventar. Von mir Die geklaut, wurden. wohlgemerkt, ne? Von mir. Nee, ich hab's ihm freiwillig überlassen, weil mit der Puffe vor mir stand. So, hier machen wir nämlich ein Gate rein. Und hier machen wir auch ein Gate rein, aber ein autark. Normales, ja. Nee. Genau, so. Und dem sagen wir Nee, hier kommt kein Alltag. Items. Wo ist es denn? Hallo. Da, Items in Inventory. Pult. Warte mal, irgendwas Cool, haben wir da cool. falsch gemacht. Hey, warum? Bauen wir mal die Engine da Warum? unten. Ja, wahrscheinlich, weil gedacht haben, dass da ein normales Gate reinkommt. Und Okay, nein. haben wir uns wahrscheinlich, habe ich mich wahrscheinlich vertan. Egal, weg damit, dann passt das wieder. Kapstein einstecken. Okay, dann mach du zu. So. Oh, ich weiß nicht mehr Dann was. wollen wir das hier befüllen. Ne, wir wollen hier rausziehen. Nehmen wir Genau. mal die Golden Kommt. Pipe. So, so. Und oben rein wieder. Und so, so, so. Oder? Ja. Genau, ja, passt. Passt. So, und hier machen wir nämlich ein super Geld. duper Iron Gate rein. Dem ganzen Ding sagen wir, hast du weniger wie. 10%. Was ist es denn? Da, ne, Fuel nicht. Hast du weniger wie 10 Dings? Gib Ressourcen. ein Sprich hier Ressourcen. rum. Aber das müssen wir noch legen. Müssen wir noch das scheiß Wire hier legen. Genau. So, so. Das ist unser So. Redstone-Signal sozusagen. So. Ja, hier schafft man den Sprung nicht, deswegen kann man hier ein bisschen mogeln. Dann nimmst du die Genau, Strukturpipe. da müssen wir nämlich. So. Genau. Ist ein bisschen gemogelt, aber es funktioniert. Das ist das Wichtigste. So. Aber warte mal, du So. könntest die Strukturpipe einfach hier in der Mitte reinbauen, dann kannst du einfach hier drüber fahren. Brauchst du nicht hier in den Kreis fahren. Geht das so? Ah, nee. Ah, dahin, gell? Klar, da. Genau, dann einfach drüber. Zack, zack. So, Genau. ja, dann. Schaut besser aus. Hier vorne musst du das Gelten zu ihnen machen. Schaut ja gleich Nur viel besser die. aus. Hey. So, da war ein Autark. Autarität. Autarktik. Hast du das Sagt Gelten? er, Items.
In Inventory. Bolz. 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 Zack. So, und jetzt brauchen wir wieder die Red Pipes, Wireys. Die gehen dann dahin. Und dahin. Gehen dann dahin. Und dem muss ich sagen. Sagen wir dann. Gibt es einen Red Pipe Wire, dann sende ein Signal. Ja, warte. Mal kurz warte. Da, so. Oder auch nicht. Red Pipe Wire, Red Pipes. Nee. So, sorry. Red Pipe Wire und dann soll er ein Redstone-Signal geben, ja? Genau, ja, so. Wow. Und so. Hier musst du sagen, und noch Red Wire. Genau, hier sagen wir weniger als 10 Ressourcen drin. Ein Red Wire-Signal. So, zack, da fängt das Ding an. Red Wire-Signal geht hier hin, weil hier haben wir ja unsere Endballs drin, die wir hier herstellen, was wir euch hier schon erklärt haben. Dann geht's hier los in den Kompressor und der macht immer schön hier diese kompressiert. Dann Red Ding. Ja, ist ja nicht so schlimm, lass es oben. Nee, will ich nicht. Das schön haben. Ich hab's. Wo? Autaric Gate. Wo? Und Pulse, was das Zeug hält hier. Items in Inventory, Pulse. So, und dann geht's los hier. Dann tut er immer schön hier die Sachen reinschmeißen. Genau. Und dann geht alles hier raus, die Flüssigkeit, wie man sieht, in unserer schöne grüne Brille. Da können wir das abschalten, dann füllt sich hier der Tank seitlich. Da können wir euch auch zeigen, wie der abschaltet, sobald er mehr als die 10% von Pflanzenbälle drin hat. Genau, der macht jetzt erstmal hier den Biomasse-Zeug da voll und so. Also wir haben hier eine komplette Buildcraft-Anlage. Komplett alles automatisch und kein einzigen Timer, gar nichts. Das wird alles automatisch durch Gates gesteuert. Mich auch Neuland, deswegen muss mir das Adcraft da vorher immer noch so ein bisschen erklären, damit ich das halt verstehe, weil ja, man kann ja nicht alles wissen, gell? Ich bin halt auch noch nicht so lange hier. Also komplett mit Buildcraft und mit Gates gesteuert ist die Anlage. Also mal ganz eine andere Bauweise. Hier ist natürlich, sagen hier einfach, wie wir es euch schon gesagt haben, Platz da. Red ja, genau. Pipe-Signal und so, das jetzt ist Platz, jetzt seht ihr, fängt er an. Genau, dann fängt er an. Dann sobald ein Slot frei ist. Wie gesagt, hier könnte man noch ein bisschen weniger reintun, weil mehr als wie zwei. Ja, gut, haben zwei, wir einen Vorlauf. So. Slots braucht man normal nicht, aber ja, ist doch egal. Ja, jetzt läuft das Ding. Wollen wir mal nach unserem Tank gucken unten? Genau, dabei kann der hier voll werden. Der Biomasse, und da sehen wir, wenn hier 7 Stück drin sind, hat abgeschaltet. Genau. Ich hoffe es halt. Wenn du alles richtig aufgebaut hast, müsste es so sein. Hoffen wir mal, dass das klappt. Erklärt habe ich es dir. Ja. Hier vor der so, Nase zu. Ja. Genau, und hier ist schon grüne Pulver, schon 28 Eimer. Nicht schlecht, Respekt, Respekt. Brühe oder hingewirktes oder Biomasse oder ja, es sieht irgendwie so aus wie so ein altes, vergammeltes Abwasser oder sowas. Ja, dreckiges Wasser. Mal Klopapier reintunken, ne? Ja, das ist gut. Gute Fähre, gute Arbeit. Gucken, ob das oben noch so weit ist. Wollen wir da mal. Werft die mein Schnuckelchen. Wollen wir dann schon mal ein paar Biogas-Engines. Können wir machen, was brauchen? Die brauchen, ich glaube, auch Lava, ne? Bitte. Das ist gar nicht. Ah, okay, das ist. Machen wir da oben. Aber gleich ist er voll. Genau, und dann schaltet die ganze Anlage. Hier, das passt schön mit den 4 Overclockern. Das passt. Eins kommt rein, eins geht raus. Jetzt, wenn die Engine hier natürlich wärmer ist, dann kommen hier ein paar mehr, aber. Sag mal, der schaltet ja dann eh ab irgendwann. Ja, wir können ja hier auch sagen, oder ist zum Beispiel, also nee, das geht nicht. Da müssten wir ein Endgate hinmachen. Da müsste man fast ein Endgate hinmachen. Da könnte man sagen, entweder sind die Ressourcen weniger, nee, doch, es müssen weniger Ressourcen sein und der Tank darf nicht voll sein. Nee, das ergibt keinen Sinn. Egal. Auf jeden Fall tut er jetzt gleich hier
10% von den, was haben wir hier oben eingestellt, weniger als 10% Ressourcen bei 64, ungefähr 6, 7 Stück. Was macht eigentlich, wenn ich den jetzt abschalte, unten raus tue, dann hört der auch auf, oder? Ne. Ah, okay. 6, jetzt beim nächsten müsste das Signal ausgehen. Zack und aus. Sind hier natürlich noch ein paar Überläufer drin. Das passt hier, perfekt für uns. Ja. So triggert das nicht jetzt immer, man hat immer ein bisschen Spatze. Oh. Ja, eine Schmeißlocke. Wenn wir das wieder anschalten hier, zack, dann geht's wieder an. Okay, erst braucht er die und unter 7 geht's dann wieder an. Genau, jetzt sieht man da hinten zack, schon hell geworden und geht weiter. Los. Sehr cool. Sehr, sehr cool Sache. Und wenn hier wieder leer ist, fangen die wieder an. Die werden ja mit... Ja. Wie heißt das? Teiler. Was denn? Wie die Kisten hier befüllt werden mit Logistikpipe. Genau, mit Logistikpipe. Von unserem Supplier-Pipe. Genau. So, jetzt haben wir unsere ganze Biomasseanlage eigentlich fertig. Ne? Schaut dabei irgendwie groß aus. Aber cool, sieht cool groß aus. Nicht so doof irgendwie. Ja, das hat mal eine andere Bauweise. So, also ich guck gerade mal, was brauchen wir denn? Engine. Biogas. Nee, nicht Biogas, sondern Biomasse, gell? Nee, das passt schon, Biogas. Echt? Ja. Biogas ist ja Biomasse. Weil das andere ist Biofuel. Wo ist ein Biofuel? Welches ist das? Nee, passt schon, Biogas-Engine brauchen wir. Das stimmt schon. Das ist ein bisschen blöd beschrieben. Okay, weil der macht aus der Biomasse mit Lava macht er Biogas. Damit betreibt er die dann. Ah, zusammen. Stimmt, genau. Ja, Lava-Tank haben wir. Und gut, ist nicht so wild, gell? Nee, eigentlich nicht. Du kannst ja die mal bauen, ja, dabei baue ich mal hier einen Anschluss noch runter. Hier unten müssen ja die Tanks sein, oder? Na, ja, dann baue ich die mal. Ich hatte ja schon hier Bronze. Oder auch nicht. Bronze. Wo sind wir hier? Mami. Hier sind Pistons. Ja doch, wir sind hier genau hinter den Tanks, das ist ja perfekt. Ja. Wie viele soll ich denn machen? Eine macht 5 Megajoule, mach. 4. 4, ja, sollte rein. 4 sollten ausreichen, denke ich. Bronze Gear, das war doch hier so Stone Gear, genau. Damit mal ein bisschen aufpassen, die brauchen natürlich jetzt 3 Signale. Einmal ein Redstone, einmal. Na komm, du blöde Fledermaus hier. Hier bist du, dann brauche ich. Willst du die auch hier unten in diesen Raum hinstellen oder? Biogas Engines? Ja. Dachte, oder geht das nicht? Ja, geht schon, ich meinte nur. War nur eine blöde, dämliche Frage. Wegen Platz und so, ne? Von den blöden, dämlichen Fragen stellen wir zwei uns ja am Tag genug. Stimmt. Hast auch wieder recht. Und wir brauchen Liquiduct Pipes. Jede Menge. Ja, die habe ich einstecken. Ja, ich habe auch noch ein paar. Ja, ich habe gar keine einstecken. Wir haben gesagt, Lava brauchen wir, ne? So, hiervon brauchen wir 8 Stück. 9, zack. Pisten, Gas. Natürlich. Brauchen noch ein bisschen Bronze und Gas. Ah. Das können wir auch mal. Muss man eigentlich bei den Tanks jetzt stimmt auch ein Redstone-Signal machen oder geht das automatisch raus? Die Flüssigkeit. Das ist eine gute Frage. Ein Redstone-Signal brauchen wir da. Brauchen wir denn Lava haben wir hier? Ja, Lava bin ich gerade am Hochliefern hier. Kannst du mal ein... Ja, Schalter organisieren. Ein was? Schalter habe ich Schalter einstecken. Ja, du mal unten drauf auf den Tank auf der Rückseite und dann einschalten. Schauen, ob Lava rauskommt. Ja. Ja, kommt Lava. Kommt alles raus. Raus. In den regulären Weg gehen. So. Dann haben wir Lava und jetzt brauchen wir noch Wasser. Fängt der hier auch wieder an zu arbeiten? Ja. Gut. Eieieiei.
Und jetzt daneben kommt einfach Biomasse. Jetzt wollte ich schon Wasser hochlegen. Biomasse ist aber da hinten, genau. Jo, bin gerade dabei. Wobei, da wäre fast schon besser. Nee, passt schon. Mit Tesserik arbeitet hier. Ja gut, das können wir ja. Ja, ich habe auch noch einen Schalter. Was ist denn los? Alter, wo kommt die denn her? Jetzt weiß ich auch, wo die ganze Zeit die Geräusche herkamen. Von hier. Aber endlich das Loch gefunden hier. Ey! Ah. Auf einmal so still. Ah, jetzt haben wir es gefunden. Ja, hier müssen wir nochmal das. Ah. So, wo sind wir denn hier? Also, eins daneben weiter. Räumchen ausheben. Das machen wir aber gleich. Ne, machen wir so. Ja, ich heb schon mal aus hier so teilweise dann. Was? Hier oben, dass wir das haben. Wir so, hier. Auf die... Hier unten wieder einen Schalter hin. Ich hoffe, das geht mit den Pipes aus. Okay, da runter wollte ich nicht. Da. Genau, so. Vier Stück brauchst du noch. Und hier verbinden. So, es fließe. Genau. Und jetzt sind wir da oben, kommen wir da durch? Nee, bitte fett. Selbe Problem hatte ich eben schon bei der Lava. Ich bin zu fett. Ja, ich nicht hier. Ich bin schlank wie eine Gazelle hier. Oder, ja. Wie heißt das? Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Sagen hier hin, oder? Seite. Hier. Keine Ahnung. Auf alle Fälle will ich das Redstone-Signal nach vorne verlegen. Ja. Und unten und hinten. Aber. Was? Wir müssen doch von unten und hinten dann, oder? Von hinten Biomasse und von unten Lava. Genau. Jetzt haben wir keine Pipes mehr wahrscheinlich. Da brauchen wir doch noch die Redstone-Pipe. Genau, eine Pipe geht's hin. Fehlt. Pipe fehlt, oder was? Genau. Biomasse. Eine Liquidakt fehlt. Die müssten wir aber fast separat ansteuern, die hier, ne? Hast du das? Ja, separat ansteuern, dass die wirklich nur, keine Ahnung, für eine Energiezelle zuständig sind oder so. Warum lassen wir die nicht hier an die Hauptenergiezelle mit dran pulvern? Weil das, ich denke, dann zu viel wird, oder? Versteht, bei denen, die sollten nicht so oft, an- und ausgehen, die sollten eher durchlaufen zum Beispiel. Okay. Ja, weil das stimmt, die brauchen zum Stadt mehr wie zum, regulären Verbraucher. Ich meine, ich denke, die brauchen nur Lava oder so. Oder aber wollen wir hiermit die Query nur anfangen? Die Query und gehen nur an die Redstone Energy Zelle, machen das hier quasi weg. Ja, das habe ich mir auch eventuell gedacht. Und nutzen diese hier und bauen dann vielleicht hier noch zwei Andel hin, die wir dann fürs System nutzen. Das sind ja auch paar 20 Megajoule. Und die nutzen, aber das sind natürlich dann 20 Megajoule für die Query wären das dann. Ja, oder wir können ja trotzdem auch hier noch mit dran speisen, das wäre ja das nicht das Problem. Dass wir dann hier oben dran gehen an die Redstone-Zelle. Mm. Ja, aber hier hängen ja die Farmen auch drauf, also dann könnten wir hier mehr geben, dann sind die Farmen auch besser dran. Vergiss nicht, hier hängen die ganzen Farmen mit drauf bei Querbestrom. Stimmt, ja, dann können wir ja hier... die 20 reinhauen. Ja.
Warte, ich hole mal die Redstone Energy Pipes da. Genau. Und die Liquiduct Pipe brauchen wir auch noch welche, die hole ich mal. Redstone. Da haben wir sie. Ah, Liquiduct Pipe haben wir eh noch. Doch hier bestens gerüstet. Bestens. Ja, sowieso. Hast du was anderes erwartet von uns? Weil die unsere Palmen laufen ja eh immer. Daher. So, und jetzt noch zur Energiezelle dazu. Und ich glaube, du hast ja die Gates, oder? Ja. Du kannst ja mal gucken, ob man hier mit Gates abfragen kann, die Energiezelle. Wenn weniger als wie, weiß ich nicht, 30% drin ist oder so, dass die anschalten. Aber das muss mit deinem Iron Gate machen. Ja, ich habe noch ein Iron Ore Gate. Ja, genau, eine Strukturpipe hier hin. Oder am besten nach unten. Kann man Signal ab. Das vor. Ja. Und da das Iron Gate drauf. Iron Gate, und dann gucken wir mal, was das sagt. Das sagt uns. Was soll das sagen? Okay. Ja, Mann, nee, können wir nicht. Wahrscheinlich ist das Gate noch zu schwach. Es ist zu schwach. Dass es vielleicht uns sagt, weiß ich nicht. Es ist nur noch 70% an Energie drin oder so. So, das macht's aber nicht, oder? Nee, entweder bauen ein anders. Ich schau mal in Diamant-Gate. Jetzt wird's nobel, Freunde. Jetzt vielleicht, man. Ich weiß ja selbst nicht, ob's so ist, aber. Aber machen können wir's ja mal, oder? Da eben, das ist. Warte mal, hier geht's überall ab. Was brauchen wir denn hierzu? Achso, Redstone. Diamant, Redstone. So. Hätte noch eine, hätte schön ausgesehen, oder? Hier. Oh, ich bin gerade nicht da unten. Diamant. Wobei so, weißt du was? Weißt du was? Drauf geschissen, machen wir einfach noch eine. Also noch nein. Rot, grün. Ach du Kacke. Drauf geschissen. Scheiße. Rot, grün, blau, gelb. Was? Rot, grün, blau, hä? Green haben wir irgendwo grün, ne. Was denn rot, grün, blau, gelb? Ja, Farben brauche ich. Wofür? Für die Diamant, fürs Diamantgate. Aber was für Farben? Ach, nur einfach stinknormale Farben. Ja. Rot haben wir. Grün, blau haben wir auch, gelb, rot und grün müssten wir haben. Blau müsste auch kein Problem sein. Green haben wir nicht. Kaktusgrün. Ah ja, genau. Schreib meine Scheiße, der Kaktus. Kaktusgrün. So und gelb ist yellow. So, jetzt haben wir hier 5 Engines stehen. Das sind 25 Megajoule. Dann läuft die Query ordentlich, alles läuft. Und blau sollte ja Lapis sein, oder? Meiner Meinung nach. Blau ist meiner Meinung nach auch Lapis, ja. Dann schauen wir mal, ob wir unsere Meinungen richtig liegen. Wir kommen von überall wie hier. Bin ich richtig ausgeleuchtet oder was ist hier los? Meine Güte, überall. Ja, jetzt ist Schluss hier mal. Hier müssen wir irgendwas machen, weil ich habe gerade ungefähr alle Blendballs eingesammelt, weil der Kompressor keine mehr aufnehmen kann und nicht nachkommt produzieren, weil die Engine schon gelb ist. Okay. Guck mal, wie viele da rauskommen. Ja, dann machen wir das, dann machen wir hier nicht ein Ore-Gate, sondern ein End-Gate rein und sagen wir nur, wenn Redpipe-Signal kommt und die Engine blau ist. Genau. Nur wenn Redpipe-Signal. Ah, hier, ich hab grad ein Stack Dings im Inventar. Ja. Blendballs. Kann ja auch mal passieren, oder? Aber man muss ja alles testen. Man muss ja alles testen hier. Genau. Sonst läuft es. Sonst läuft es. Sonst läuft eigentlich relativ gut, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich mache offline noch das Gate. Wir machen hier auch noch das Gate, das Endgate. Haben wir hier für ein Gate? Und testen das ein bisschen durch. Oh. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder?
Ja, will ich hoffen. Schaltet wieder ein. Schön einschalten, wenn es heißt. Let's play Minecraft together. So, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ciao, geht schlafen. Schaut das Video zuerst zu Ende. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss, bye. Leute. Ciao.